Herzlich willkommen beim Zweikampfsofa und Neverwinter und einem kleinen Gefährtentest. Mit jedem neuen Mod kommen neue Codezeilen dazu und interessanterweise verändern sich manchmal auch die Gefährten. Nicht, dass es irgendwo stünde und nicht, dass es unbedingt das Verhalten der Gefährten ist, aber der Schadensoutput und auch wie viel Schaden sie auf einmal kriegen, kann durchaus variieren, je nach Mod, ohne dass die sich wahrscheinlich Gedanken darüber gemacht haben. Aber für mich ist es mit der Einführung von Modul 28 wieder mal an der Zeit, nach meinen Single-Target-Gefährten zu gucken. Und ich mache ja keine Tests an der Puppe oder im Trainingsraum, wo die Gegner sich nicht bewegen, sondern mein Ziel ist es, bei beweglichen, starken Gegnern zu gucken, im Kampf, wie schnell kriegt der Gefährte 2 Trefferpunkte Balken von so einem Gegner weg. Und das ganz alleine. Das heißt, wenn er eigentlich mit mir im Kampf ist, ich auch noch was tue, noch ein Heiler dabei ist, noch ein Tank und so, müsste der noch besser performen. Aber hier geht es wirklich darum, wie stark ist er alleine, wie schnell kriegt er 2 Trefferpunkte Balken von so einem Gegner weg. Und ich habe festgestellt, für mich gibt es so 3 Kategorien, nämlich diese hier, wie zum Beispiel der Kriegseber, die auch nach 5 Minuten Einknüppeln auf den Gegner immer noch keine 2 Trefferpunkte Lebensbalken runtergeprügelt haben, die einfach unendlich lange brauchen, aber nicht sterben. In der gleichen Kategorie die Schnellklinge der Kobolde, die einfach es nicht schaffen, 2 Trefferpunkte Lebensbalken runterzuprügeln, weil sie vorher einfach immer und immer wieder sterben. Und seien wir ehrlich, dieser Gruftschreckenkommandant ist noch nicht mal der stärkste, den man hier in den Rissen treffen kann. Und wenn sie es nicht schaffen, 2 Trefferpunkte Lebensbalken runterzuprügeln, ohne selber zu sterben, dann taugen die genauso wenig was wie die Leute, die 5 Minuten auf den Gegner einprügeln. Auch so ein Eisfeuer-Golem schafft es nicht zu überleben, bevor die 2 Trefferpunkte Lebensbalken runter sind. Und auch der Grasilax zum Beispiel schafft es nicht zu überleben und sieht vielleicht gut aus mit seinem Tentakelgesicht, aber schaffen tut er nicht wirklich was. Dann gibt es so die zweite große Gruppe, das ist so die Masse an Gefährten, die man hat, die so für 2 Trefferpunkte Lebensbalken um die 2 Minuten brauchen. Plus, minus 10, 20 Sekunden. Der gerissene Mimiker braucht 2 Minuten und 2 zum Beispiel. Oder selbst die Xuna ist mit 1 Minute 54 Sekunden dabei. Und sogar der eigentliche AOE-Gefährte hier im Single-Target, der dämonische Diener, der braucht auch nur 1 Minute 54. Also ist genauso schnell oder so langsam wie die Xuna im Single-Target. Der Cambion-Magier braucht 1 Minute 46. Sogar der Belagerungsmeister ist mit 1 Minute 51 immer noch im Mittelfeld in der zweiten Kategorie. Der grüne Schleim braucht auch 2 Minuten 3. Bisschen schneller ist der Feuerarchont mit 1 Minute 37. Auch ein uralter Gefährte, aber gar nicht mal so schlecht. Und auch der Söldner, ganz einfach, ganz billiger Gefährte, 1 Minute 47. So allmählich nähern wir uns der ersten Kategorie. Die Zeiten werden besser. 1 Minute 27 für den Kurutoa. 1 Minute 29 braucht die gezackte tanzende Klinge und auch die Erinje des Belial braucht 1 Minute 33, wobei die den Vorteil hat, die gibt dem Spieler auch noch einen Schild, das ist zwar nicht riesig, ihr seht das oben im Bild, aber dieses Schild funktioniert als Heilung und solltet ihr Meistersegen mit Heilung eingestellt haben, werdet ihr dann wieder voll geheilt. Ich verwende die zum Beispiel immer in den Kampagnengebieten, hab ein Schild, werde geheilt und die teilt auch noch einen guten Schaden aus, wie man sieht. Auch so ein paar seltenere Gefährten habe ich mir mal angeguckt, wie das Bücherteufelchen. Der braucht 1 Minute 28, um 2 Trefferpunkte Balken des Gegners runterzuprügeln. Der Assassine der Blasphemiker braucht 1 Minute 21. Und der Batiri als Single-Target mitkämpfender Gefährte braucht 1 Minute 23. Während die Vogelscheuche 1:22 braucht. Eine Sekunde länger dauert die paranoide Einbildung für den Schurken. Die kämpft ja mit einer freien Kraft vom Schurken. Und insofern ist das ein bisschen klassenabhängig, aber hier ist die halt auch so im Mittelfeld zwischen 1 Minute 20 und 2 Minuten. Der Rumperdump ist noch ein bisschen schneller. 1 Minute 17 braucht er nur. Sein Vergiftungsschaden ist echt nicht ohne. Der ist wieder besser geworden. Der war mal richtig gut, dann war er ganz schlecht und jetzt ist er wieder besser geworden, finde ich. Und auch eine richtig gute Zeit hat das Rostmonster hingelegt. 1 Minute 14, hätte ich gar nicht gedacht, aber der macht sich ganz ordentlich im Single-Target. Und die neue Gefährtin, Kapitänin Satel, ist mit 1 Minute 11
echt weit vorne dabei und damit schon in der ersten Kategorie, die nämlich so um eine Minute plus, ich sag mal 10, 11 Sekunden würde ich da jetzt so sagen, brauchen. Das sind für mich die stärksten Single-Target-Gefährten und diese hat ja auch noch den Vorteil, dass sie den Crit-Schaden erhöht und Aktionspunkte zu gewinnen gewährt. Also nicht schlecht für so eine neue Gefährtin. Das ist die aus dem aktuellen Battle Pass. Und dann sind wir bei denen, die ich letztens schon als Best Single Target getestet habe. Earl der Hunomant braucht 1 Minute 10. Wobei sein Schaden ja eher so ein Burst-Schaden ist, dadurch, dass er ein riesiges Huhn beschwört, was interessanterweise ganz oft nicht zu sehen ist mit dem Update, ist dieses Huhn verschwunden. Das war mal lustig, wobei es auch manchmal nervig war, wenn so ein riesiges Huhn durchs Bild rannte. Das ist jetzt irgendwie verbuggt und geht nicht mehr so richtig wie, ja, also Update, ja, egal. Schaden ist da. Der Bogenschütze der Grünschuppen hingegen braucht 1 Minute und 37 Sekunden. Aufgerundet wäre das eigentlich schon 1 Minute 8. Und mein Überraschungsgefährte für die erste Kategorie, der Flimmerhund. Mit 1 Minute und 6 schafft er es, den Gegner umzuhauen. Der war früher deutlich schlechter. Dafür ist der Wolf ein bisschen schlechter geworden. 1 Minute und 12 braucht er für 2 Trefferpunkte Balken des Gruftschreckenkommandanten. Und die Grabspinne braucht 1 Minute und 5, um diese 2 Trefferpunktebalken runterzuknüppeln. Hut ab! Allerdings gibt es in den Rissen ja auch noch stärkere Gegner und die haben dann andere Attacken und andere Bewegungsmuster. Und da wollte ich mal gucken, ob diese Top-Single-Target-Gefährten da auch gut performen und wie lange die brauchen. Wobei es diesmal ein stärkerer Gegner ist, um einen Trefferpunktebalken runterzuknüppeln. Hier zum Beispiel ist für die Grabspinne ein Schluss und es ist noch minimaler Balken zu sehen. Also sie hat es nicht geschafft zu überleben, aber hat sehr schnell performt. Der Flimmerhund brauchte nur 37 Sekunden, um einen Trefferpunktebalken runterzuknüppeln und ist am Leben geblieben. Hut ab, der ist wirklich mein Überraschungsheld des Tages. Und auch der Bogenschütze schafft es zu überleben und braucht 31 Sekunden für einen Trefferpunktebalken von der großen Nullfischnee. Auch der Wolf braucht 30 Sekunden für einen Trefferpunktebalken und überlebt dabei, das ist sehr gut. Und die Kapitänin Satell braucht 21 Sekunden, um den Nullfischnee den Chaos zu machen. Wow, Captain, mein Captain. Da wir bei verschiedenen Gegnern verschiedene Ergebnisse erzielen, habe ich noch andere Gegner in den Rissen probiert. Hier eine Ätherspinne. Der Flimmerhund braucht 1 Minute und 8. Die Grabspinne ist bei 1 Minute und 5 tot, aber hat 2 Trefferpunkte Lebensbalken runtergeknüppelt. Während der Wolf vorher gestorben ist, allerdings knapp vor den 2 Trefferpunkte-Balken, aber er ist halt tot. Genauso wie die Kapitänin Satell, die sehr früh gestorben ist. Schade, schade, schade. Der Bogenschütze der Grünschuppen hingegen braucht 1 Minute 17, bleibt aber am Leben, wenn auch nur ganz knapp. Und es hat er mich gepackt. Ich mache weiter mit großen Gegnern. Nur 1 Trefferpunkte Lebensbalken. Die machen richtig fiese AOE-Attacken. Stunnen, hochheben, betäuben. Hier der Flimmerhund im Kampf gegen einen Betrachter. 29 Sekunden, 1 Trefferpunkte Lebensbalken weg. Ein bisschen länger, 31 Sekunden braucht die Grabspinne und bleibt diesmal am Leben. Ebenfalls 31 Sekunden braucht der Wolf. 36 Sekunden braucht die Kapitänin Satell und 33 Sekunden der Bogenschütze der Grünschuppen. Aber hier zum Beispiel sogar ein Rumpadump braucht nur 33 Sekunden, um auf die guten Zeiten der besten Gefährten zu kommen, obwohl er eigentlich ja in der zweiten Kategorie war. Je nach Gegner performen die Gefährten unterschiedlich. Also das Testen an der Puppe im Stillstand, wenn die Gegner sich nicht bewegen und hauen, ist nur ein Anhaltspunkt, wie er euch im Kampf tatsächlich unterstützen kann. Und hier bei dem sehr starken Gegner ist Earl der Hunomant mit 19 Sekunden ganz weit vorne mit seinem Burst-Schaden durch sein großes Huhn. Also die 5-6 gezeigten aus der ersten Kategorie sind schon für mich die besten Single-Target-Gefährten. Und da hängt es denn von dem Gegner ab, mit dem sie kämpfen. Gegen die Brutmutterspinne braucht der Grünschuppen-Bogenschütze 40 Sekunden. Die Kapitänin Satell 39 Sekunden. Der Wolf 42 Sekunden. Genauso wie die Grabspinne.
Und der Flimmerhund ist mit 39 Sekunden wieder ganz vorne dabei. Also letzten Endes, alle von diesen vorderen genannten, die so um die eine Minute liegen bei den mittelstarken Bossen und so um die 40 Sekunden bei den starken Bossen für einen Trefferpunkte Lebensbalken, sind eigentlich super gut im Single-Target und sucht euch da den besten passenden für euch aus. Wie wir festgestellt haben, ist es ja extremst abhängig, welcher Gegnertyp mit welchen Attacken in welcher Reihenfolge, die ja fest einprogrammiert sind, da ist. Und deswegen teste ich nicht an Puppen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.